Das Melia Hotel Berlin in der Friedrichstraße bereichert seit Juli das kulinarische Angebot der Hauptstadt um eine Original-Tapas-Location. Ziel ist es, mit diesem Tapas-Angebot auch einen Lernprozess einzuleiten. Speziell der deutsche Gast verbindet die Klassiker nur mit seinem Urlaubsaufenthalt. Mit dem Melia Tapas wurde auch für den deutschen Gaumen eine Evolution der Tapas-Geschichte eingeleitet. Das Ambiente ist den typischen Bodeguitas Spaniens und Lateinamerikas nachempfunden. Mit den klassischen Live-Darbietungen, die täglich wechseln, lässt es sich im Melia Berlin auf höchstem Niveau dem Flair ausländischer Esskulturen näher kommen. Gaumenfreuden also, gepaart mit Salsa, Merengue, Flamenco und Rumba. Es gibt nur wenige Köche und Restaurationen in Spanien, die in der Lage sind, ihre neu interpretierte Tapas-Version erfolgreich zu vermarkten. Durch eine 11-tägige Schulung seines Küchenmeisters unter anderem in Madrid und Marbella ist es dem Melia gelungen, auch außerhalb Spaniens und Lateinamerikas die großartige Tapas-Kultur in die Bundeshauptstadt zu bringen. Wie immer präsentierte sich das Melia Berlin als das etwas andere Hotel. Bei der Eröffnung der Tapas Lounge sah man auch den Mitarbeitern an, dass diese großen Spaß haben, die Melia-Gruppe mit dem gebotenen südländischen Flair in der Friedrichstraße zu vertreten. Bleibt nur noch zu sagen, Melia Tapas España!